herzlich willkommen im Kamishibai Forum. Ich habe euch heute einen kleinen Film vorbereitet. Darin erzähle ich über meine beiden Kamishibai. Eins seht ihr schon hier. Ja, bei mir muss unbedingt Musik dabei sein und da möchte ich den Karl Adamek zitieren. Karl Adamek, der Gründer und Vorsitzende von Il Canto del Mondo, einem Verein, der sich für die Alltagskultur des Singens einsetzt. Karl Adamek sagt, für den Menschen ist das Singen für die Entwicklung des Gefühls so wichtig wie die Sprache für die Entwicklung des Denkens. Jetzt brauchst du nicht zurückspulen. Ich sag's gleich nochmal. Für den Menschen ist das Singen für die Entwicklung des Gefühls so wichtig wie die Sprache für die Entwicklung des Denkens. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie schaut's aus heute? Singen wird immer noch benotet in der Schule, das gehört längst abgeschafft. Das verfolgt manche ihr ganzes Leben, die sich nicht singen trauen, die eine schlechte Note hatten. Und es ist üblich, dass man singen lässt. Die Talentierten, die dürfen singen, die Profis. Und da geht man hin und hört ihnen zu. Aber selber singen, die Alltagskultur des Singens fördernd, wie der Karl Adamek eben beabsichtigt, heißt zu Hause wieder singen, überall singen, sich gut tun mit Singen. Singen ist heilsam, es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass das gut auf die Psyche ist, dass es gut im kognitiven wie im psychischen Bereich und im physischen auch noch. Also es ist längst wissenschaftlich bewiesen. Man sollte wieder mehr singen. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht mehr uns Essen kochen, weil wir nur noch in 5-Sterne-Restaurants gehen wollen. Nein, wir kochen daheim unser Süppchen und ab und zu freut es uns, wenn wir auch mal fein essen gehen können. Und genauso ist es mit dem Singen. Singen wir doch zu Hause wieder, singen wir überall, egal was ich für eine Stimme habe und egal was die anderen sagen. Ich singe ja nicht vom Publikum wie die Profis, sondern ich singe für mich. Und das ist das Ausschlaggebende. Singen wir zu Hause fröhlich wieder alte Lieder und gehen wir ab und zu wohin, wo wir dann zuhören können, den Profis. Aber deswegen muss sich keiner das Singen verbieten lassen. Ich komme zum Kamishibai von Don Bosco. Das habe ich noch nicht so lange, da hatte ich ein Erlebnis, das hat mich recht begeistert. Weiß jetzt nicht, ob es auf dem Film auch so rauskommt. Wird sich rausstellen. Ein Kamishibai. Viele kennen schon ein Kamishibai. Und für die, die es nicht kennen, vielleicht trägt mein kleiner Film dazu bei, dass ihnen dann das Kamishibai nicht mehr so japanisch vorkommt. Das Lied ist Es klappert die Mühle am Lauf, rauscht mit dem Bach. Und ihr dürft mitsingen. Ich glaube, das kennt noch jeder. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Es war einmal ein Müller. Der hatte einen Esel
Und der Esel war alt und schwach und konnte die Säcke nicht mehr so zur Mühle tragen. Da hörte der Esel eines Nachts, wie der Müller mit seiner Frau sprach. Sie wollen ihn wegbringen. Das hatte der Esel gehört und in der Nacht riss er aus. Da gehe ich lieber nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Ja, da seht ihr schon die erste Möglichkeit. Das Kamishibai als bildgestütztes Erzähltheater. Wunderschön, wie die Bilder dann eben auch leuchten und wie man da Märchen und Geschichten erzählen kann. Die Bremer Stadtmusikanten, ihr kennt's, ich erzähle es natürlich jetzt nicht ganz, ich möchte die Möglichkeiten vorstellen, die alle gegeben sind mit dem Kamishibai. Also hier das bildgestützte Erzählen von Märchen und Geschichten. Es gibt noch eine sehr schöne Anwendung, das Geschichten erzählen. Da gibt es einen eigenen Geschichtenbaukasten. Die Helga Kruschka hat den erfunden. Helga Kruschka ist eine Apothekerin im Ruhestand, die noch sehr rege Geschichten erzählen und in Schulen mit ihrer Geschichtenwerkstatt unterwegs ist, die auch Bücher schreibt. Und die Helga Kruschka war die, die bei mir den Samen gelegt hat für das Kamishibai und der ist aufgegangen. Zu diesem Geschichtenbaukasten gibt es einen Plan. Weil es ja ein Baukasten ist und da geht der rote Faden entlang. Wie mache ich eine Geschichte? Die Kinder lieben Heldengeschichten, also kommt ein Held vor. Ja. Es gibt viele Karten dazu, teils beschriftet, dass also wo beginnt die Geschichte? Die beginnt zum Beispiel in einem Baumhaus. Da beschreiben wir jetzt, wie schaut das Baumhaus aus? Wie hoch oben ist es? Was ist es für ein Baum? Wie riecht es dort? Wie sind die Farben? Dass man sich vorstellen kann, wie es dort aussieht. Ja, und dann ganz wichtig natürlich, wer wohnt dort? Wer ist der Held der Geschichte? Da gibt es jetzt auch viele Möglichkeiten. Und dass man sich den Anfang ein bisschen leichter macht, ist bei diesen Karten auch eine Auswahl dabei. Bei mir ist natürlich jetzt der Held zum Beispiel der Riese mit dem Liederbuch. Das wäre er. Weiter geht's. Es ist ja irgendwas, was der Riese möchte. Er hat ja irgendwas vor, er plant irgendwas, er muss ein Ziel haben, einen Leidensdruck, wo er hin muss. Ja, was ist es? Wo muss er hin? Wer hilft ihm dabei? Ja, und so kann man sich da durchhangeln, durch diesen Geschichtenbauplan und kann mit Kindern dann eine wunderschöne Geschichte selber machen. Die Kinder, die malen dann dazu die Bilder zu der Geschichte, die sie erfunden haben. Und wenn dann hinten nach die Geschichte mit dem Kamishibai vorgeführt wird, dann trauen sich sogar die Schüchternen sprechen, wenn sie eben dann ihr eigenes Bild erzählen. Rührende Dinge passieren da. Ja, dann gehe ich zum nächsten. Kamishibai. Das war also jetzt das Kamishibai von Don Bosco. So schaut es von oben aus. Man nimmt von oben die Bilder raus. Was ich gemacht habe, bei der Lieferung des Kamishibai war so ein Luftpolster dabei, federleicht. Und es ist genau richtig, passt genau da hinten rein, damit die Tafel vom Bild schön vorn an der Fläche anliegt. Sehr praktisch. Mein erstes Kamishibai
Also das, was ich als erstes vor 3 Jahren mir gekauft habe, das war das Krea Shibai. Das Krea Shibai ist wie das Kami Shibai, aber hat noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ihr seht schon, es ist größer, hat einen Griff, der also schon sehr praktisch ist, aber die Größe ist manchmal etwas schwer zum Transportieren. Ja, natürlich geht mit dem Krea Shibai genauso gut das, was heißt genauso gut, es ist genauso für Märchen erzählen, für Geschichten erzählen. Da können wir gleich nochmal, es klappert die Mühle am laufenden Band singen, dann stelle ich euch ein Märchen im Krea Shibai vor. Jetzt schon etwas kräftiger mitsingen als vorher. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot und haben wir dieses, so hat's keine Not, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp. In der Geschichte war auch ein armer Müller. Er hatte eine Tochter und der Zufall begab sich, dass der arme Müller auf der Straße den König traf. Er ging sogleich hin und erzählte dem König eine Geschichte. Er hätte eine Tochter, die könnte Stroh zu Gold spinnen. Oh, da soll er mir seine Tochter morgen ins Schloss schicken. Dann möchte ich gern testen, ob er die Wahrheit spricht. Wisst ihr schon, welches Märchen? Am nächsten Tag kommt die Tochter des Müllers ins Schloss und sitzt vor einem Berg Stroh. Na, das ist natürlich das Rumpelstilzchen. Und da seht ihr schon eine nächste Möglichkeit, wie man ein Kami Shibai verwenden kann. Märchen raten. Aus diesen Bildtafeln suche ich mir eine raus oder zwei oder drei, wenn es leicht sein soll für kleine Kinder, und erzähle die drei die Geschichte, die zu den Bildern gehört. Und wer vielleicht als erstes weiß, was es ist und ruft, bekommt einen kleinen Preis. Ja, auch eine schöne Möglichkeit mit dem Kami Shibai. Das Kami Shibai von Krea Shibai hat auch eine Abrollvorrichtung. Und dann brauche ich noch mein Bienchen. Das ist jetzt eine nächste Möglichkeit. Das Bienchen. Ja, wo fliegt das Bienchen hin? Da können die Kinder jetzt raten, wo das Bienchen überall hinkommt. Man sieht schon, es fliegt über einen Fluss. Jetzt gucken wir mal, wo fliegt das Bienchen hin? Es fliegt über den Fluss. Kommt vorbei bei einer Obsternte, fliegt an einem Dorf vorüber, an einem großen Obsthaufen und
Dann ist es angekommen, das Bienchen. Es fliegt nämlich genau zu den bunten Blüten. Da seht ihr schon, da sind die Jahreszeiten jetzt ein bisschen durcheinander geraten mit Schneeglöckchen und da sind Apfel und schönes Obst, da oben wird Heu gemacht und da haben wir sogar Getreideernte. Ich soll jetzt nur mal zeigen, was möglich ist. Das Bienchen kann ja zum Beispiel durch die Jahreszeiten fliegen. Es fliegt von Frühling, Sommer, Herbst, Winter und die Kinder können ausschneiden, was gehört zum Frühling, was gehört zum Sommer, zum Herbst, zum Winter. Und es muss natürlich kein Bienchen sein, es kann, was man findet oder was gerade in der Schule zum Beispiel aktuell ist, über welches Tier man spricht oder ein Mensch, Kinder, was man möchte, ganz einfach mit ausschneiden und aufkleben. Geht natürlich auch zum Malen. Jetzt zeige ich euch noch, wie das funktioniert mit der Abrollmechanik. Bienchen wieder weg. Ich brauche zwei Küchenpapierrollen. Das heißt, genau genommen brauche ich drei. Auf der einen Seite ist aufgeklebt. Da kann ich jetzt das Ganze wieder zurückspulen. Und auf der anderen Seite habe ich zwei Rollen, eine ganze und eine, die aufgeschnitten ist. Weil, wenn ich das nämlich dann durchgeschoben habe, es sind also links und rechts, kann man sehen, es sind solche Einsätze, die man einfach nur links und rechts an der Seite reinschiebt. Und dann kann man da die Abrollvorrichtung drauf und der Abstandhalter noch. Man setzt es drauf, fädelt es dann durch und auf der anderen Seite gebe ich es dann, das was über ist, ein Stück über die ganze Rolle und klemme dann einfach die aufgeschnittene Küchenrolle drüber. Und dann hebt es und ich kann da drüben einrollen. Gefällt mir besser, als wenn ich es da drüben mit dem Tesafilm anklebe, weil ich muss den Tesafilm jedes Mal wieder wegmachen, sonst bringe ich nämlich die Abrollvorrichtung nicht mehr raus. Ja, eine schöne Funktion, die sich auch sehr vielseitig verwenden lässt. Dann noch eine Funktion. Ihr seht hinten eine weiße Wand. Das kann ich jetzt nicht so genau demonstrieren. Das ist einfach nur ein weißes Papier. Ah ja, da könnt ihr dann schon mal sehen. Das geht also alles hier durch, da ist offen. Und mit diesem weißen Blatt kann ich Schattenspiele machen. Wenn also von hinten beleuchtet ist, ihr kennt ja alle diesen Hund zum Beispiel, dann kann ich von hinten dieses Schattenspiel machen. Oder ihr macht kleine Figuren, schneidet aus, diese Stabfiguren, die dann mit den Händen wackeln und könnt dann da eine eigene Geschichte aufführen. Das ist also auch nochmal eine Funktion, die mit dem Kreaschi beigeht, weil eben hinten die Wand auf ist und man beleuchten kann. Das nächste, was dann wieder mit allen beiden geht, so, ihr seht, dann habe ich auch den Abstandhalter, weil das einfach so praktisch ist, ist eine Geschichte erzählen oder ein Märchen. Jetzt baue ich da mal ein bisschen was kurz auf. Grün, da noch ein bisschen grün.
Spielzeug. Olli. Olli. Denn da, dass es einen Stein erweichen möchte. Wack. Ach, du bist seit der Wasserpatsche. Ach, mir ist meine goldene Kugel in den Brunnen gefallen. Was gibst du mir, wenn ich sie dir wieder heraushole? Ach, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, sogar meine goldene Krone kannst du haben. Wack, deine Perlen und Edelsteine möchte ich nicht. Auch nicht deine Kleider und deine Krone. Aber wenn du mich auf deinen Telltisch sitzen lässt und von deinen Tellerchen essen, dann will ich dir die goldene Kugel wiederholen. Ja, alles darfst du, alles. Ja, ihr kennt natürlich auch das Märchen. Ist jetzt der Frosch, der müsste noch anders präpariert werden. Das ist auch jetzt von meinem anderen Theater, von Lilo Lila. Und da habe ich eine richtige Marionettenbühne für diese Stabfiguren. Und da hat der Frosch ein bisschen eine andere Funktion noch. Ja, ist auch ganz toll, ganze Märchen spielen. Oder man tut dann natürlich da hinten auch eine Kulisse, können die Kinder dann auch malen. Einfach nur grün zum Beispiel. Man kann sie auch mit Tüchern. Oder blau, der Himmel. Oder nur ein bisschen der Horizont unten grün, oben blau. Das reicht dann schon. Und dann mit kleinen Püppchen oder selber ausgeschnittenen Pappfiguren eine Geschichte vorführen. Es gibt also ganz viele wunderbare Möglichkeiten, mit dem Kamishibai tätig zu werden. Und natürlich die Musik. Beim Bienchen, so eine Geschichte wie Bienchen, da passt dann Summ, Summ, Summ dazu. Kennt jeder. Und das ist auch ein Lied, das die Kinder natürlich kennen. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Ei, wir tun dir nicht zu leide, flieg nur aus in Wald und Heide. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Ja, und dann das Bienchen, zum Beispiel, wie es eben rumfliegt von Stelle zu Stelle. Ja, das ist jetzt so das Wesentliche. Wenn euch noch was einfällt zum Kamishibai, schreibt es doch mit dazu. Oder wenn ihr ein besonderes Kamishibai habt, dann lasst es uns wissen. Gern auch, wenn ihr jemanden wisst, wo kann jemand, der sich dafür interessiert, lernen, wie man mit dem Kamishibai umgeht. Es gibt Kindergärten, die haben das Kamishibai und wissen nicht, was sie damit tun sollen. Also es ist dringend Bedarf. Schreibt hin, wo kann man es lernen? Ja, bei mir natürlich auch. Ich habe da eben meinen Schwerpunkt auf dem künstlerischen Kamishibai mit dieser Mini-Harfe und mit Mundharmonika. Sammle auch seit mehreren Jahren schon Lieder, Volkslieder, alte Volkslieder, die ich umschreibe für Mundharmonika, dass es eben auf diese 8 Kanäle der Hohner Spiedi Mundharmonika spielbar ist. Es gibt sehr viele Lieder und ich sammle und finde immer noch und noch und noch. Schon ein dicker Ordner beieinander. Ja, weil mir da eben dran liegt, auch dass gesungen wird wieder. Ja, zum Abschluss zitiere ich nochmal Karl Adamek. Für den Menschen ist das Singen für die Entwicklung des Gefühls so wichtig
wie die Sprache für die Entwicklung des Denkens. Und damit danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr die eine und andere Anregung euch herausholen können. Und würde mich freuen, wenn ihr was dazu schreibt.